Es gibt auch dann einmal, wenn es mir so viel dreckig geht und alles scheiße ist, dann denke ich, ach ja, der liebe Gott, der wird das wohl noch sehen. Ja. Aber da der dann denkt, jetzt kommst du an und vorhin hast du schon mal an mich überhaupt nicht gedacht, ne? Guck mal, man muss, deswegen sage ich ja, du musst dir diese Haltung abgewöhnen. Dieses, meinst du, hör ach. Mal, wenn ich jetzt noch so anfing, wie du mich das sagst, meinst du, das würde reichen? Wenn du jetzt anfängst, ja, wie ich dir das sage, ja, werden dir alle deine Sünden vergeben und sogar deine schlechten Taten kann Gott in gute Taten umwandeln. Ja. Der ist, guck mal hier, der Koran fängt immer an, mit im Namen Gottes des Allerbarmers, des Barmherzigen. Man kann immer zurückkehren, bis zum letzten Atemzug. Und ja, guck mal, du hast nicht mehr lange. Du verstehst, du kannst immer zurückkehren, bis zum letzten Atemzug. Guck mal, was er hier sagt. Ich lese dir mal was vor. Da sagt er, weil wir alle seine Diener sind. Dort sagt er, ja? Ja. So, oh meine Diener, die ihr euch selber Unrecht angetan habt, ja? Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Gottes. Wahrlich, Gott vergibt alle Sünden. Wahrlich ist der Allerbarmer, der Barmherzige. Das heißt, man darf nicht verzweifeln. Man soll nicht sagen, das ist nämlich genau, was der Satan will. Der Satan will, dass wir sagen, ach Gott, vergib mir sowieso und ich habe so viele schlechte Sachen gemacht. Oder der sagt einem, ach, du bist doch sowieso toll. Wir sind alle, machen alle unsere Fehler. Nur wir müssen zu Gott bekennen, zu Gott zurückkehren, Gott um Vergebung bitten, akzeptieren, was er sagt. Guck mal, gerade wenn man lange weg war und eine lange Zeit nichts gemacht hat oder auch viele Sachen nicht richtig kann, keiner ist perfekt. Keiner ist perfekt. Es ist ganz klar, dass für dich das schwierig ist, nach 90 Jahren bestimmte Sachen zu schaffen. Aber das ist alles uninteressant. Verstehst du? Vergiss das alles. So, die Sachen brauchst du nicht. Für dich ist erstmal das A und O, der Glaube und Gott um Vergebung bitten. Das ist das Wichtigste überhaupt. Verstehst du? Denke nicht, guck mal, realistisch gesehen, du wirst nicht alles so schaffen wie ich oder wie meine Frau. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber Gott sagt auch, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, das war auf Arabisch gerade. Gott bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Aber einen kleinen Schritt nach vorne zu sagen, ich bezeuge, dass keinen Gott gibt außer dich, Gott. Und ich glaube, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Alle Sünden werden gelöscht. Du bist auf dem sicheren Weg. Das ist der Punkt, den du musst. Und ich schreibe dir ein Gebet auf, was du jeden Tag sprechen kannst. Ich habe extra heute noch mal was mitgebracht, weil du hast das eine ja verbummelt. Yeah. Verstehst du? Und dann sprichst du das jeden Tag. Und denke dann immer nur positiv. Verstehst du? Ja, yeah. Yeah. Von Gott. Yeah, und das ist das, was du machen musst. Ja, yeah, ist so schön, dass du so bist. Aber Ich glaube auch an Gott, aber nicht so doll wie du. Ja, guck mal. Weißt du, ich denke auch, wenn der liebe Gott mal sieht, wie schlecht mir das geht, dann könnte man auch mal helfen. So habe ich auch schon einmal gedacht. Guck mal, Oma. Aber der wird denken, die Alte ist bescheuert, die macht ja sonst nichts Gescheites. Guck mal, Oma. Gott ist nicht verpflichtet, dir zu helfen. Nee. Und dieses Leben, das sagt er uns im Koran, guck mal, das erklärt er uns. Er sagt, segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Macht ist. Der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten macht. Das heißt, Leben und Tod hat er wofür erschaffen? Um uns auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten macht. Dieses Leben hat er nicht erschaffen, um uns zu belohnen oder um uns zu bestrafen. Das gibt es auch manchmal eine Belohnung, die kriegt man schon im Diesseits, oder eine Bestrafung, die man schon im Diesseits kriegt.
Aber das ist in erster Linie Probe. Das Leben für die Belohnung und die Bestrafung ist im Jenseits. Und Gott, der uns erschaffen hat, der uns zur Welt gebracht hat, der Wunder um uns wirkt jeden Tag, der hat die Macht, uns wieder zu erwecken. Guck mal, Oma, ich sag dir was. Pass auf, ich weiß, was du sagen willst. Ja, boah, wie kann das sein? Guck mal. Überleg mal, wie ein Kind entsteht. Das ist für uns was ganz Natürliches, was wir jeden Tag sehen. Aber ist das nicht ein Wunder, wie das Kind im Bauch heranwächst und aus dem Körper rauskommt? Wenn dir einer normalerweise erzählt würde, da kommt ein Kind raus, dann würdest du sagen, wie soll das gehen? Ja. Das geht doch gar nicht. Wie soll ein Kind da raus? Wie soll das entstehen? Ja. So, da wir das immer sehen, ist das für uns normal. Aber wenn wir das einfach mal so betrachten würden, stell dir vor, du würdest aus dem Schlaf aufwachen, würdest nichts wissen, dann würde man dir erzählen, Kinder kommen aus dem Bauch raus. Das ist ein Wunder, was wir sehen. Wenn wir sehen, die Bäume, das sind Sachen, die wir jeden Tag sehen. Das sind Wunder von Gott, die wir jeden Tag sehen, aber die wir nicht beachten, weil wir sie jeden Tag sehen. Beispielsweise die Blätter, die fallen herab, die Bäume sterben ab sozusagen, die Blüten sind und dann auf einmal wachen die wieder auf im Frühling. Ja. Guck mal, das ist ein Wunder von Gott, das uns zeigt, guck mal, nach dem Tod kommt das Leben. Derjenige, der dazu gesorgt hat, dass die Blätter abfallen, der führt dazu, dass die Blätter wieder an die Bäume kommen. Genauso wie er das macht, dass die Blätter wieder an die Bäume kommen, so kann er es auch machen, dass unsere Körper wieder erstehen. Der die Macht dazu hat, die Welt zu erschaffen. Der die Macht dazu hat, ein Kind im Bauch zu erschaffen, das kommt aus der Mutter heraus, der hat auch die Macht dazu. Überleg mal, heutzutage weiß man, wie ein Kind entsteht. Da ist dann so ein ganz kleiner Blutklumpen und das wird dann wie so ein Fleischklumpen. Da ist das auf einmal so ein kleines Kind. Und dann wird es immer größer. Das sieht am Anfang aus wie so ein Blutegel. Und das wird im Koran beschrieben. Das kann man nur mit dem Mikroskop sehen. Warum hat er das im Koran beschrieben? Weil er wusste, irgendwann werden die Menschen das sehen und werden wissen, das muss das Wort von Gott sein. Und jetzt, guck mal, das ist ein Wunder an sich. Diese Wunder zeigt uns Gott immer wieder. Sonnenaufgang. Die Sonne geht unter, die Sonne geht wieder auf. Das sind Wunder an sich. Alles Wunder, die uns zeigen sollen, das sagt uns auch im Koran, es gibt ein Leben nach dem Tod.